Hey zu einem neuen Video von mir und zwar geht's heute das allererste Mal für mich aufs Sub. Das war super aufregend und wir erzählen euch natürlich, wie alles geklappt hat und wie ich es auch so gefunden habe. Wir haben das ja jetzt echt schon sehr, sehr lang geplant, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen oder das Wetter war auch nicht so gut in Hamburg. Deswegen haben wir es jetzt endlich geschafft und haben das Sub vom Dachboden geholt und dann auch in unserer Wohnung aufgebaut, damit ich mich dann schon mal dran gewöhnen kann. Meine Eltern haben mir einen Ochsenzimmer zum Snacken gegeben, den ich dann auf dem Sub gegessen habe, damit ich schon mal positive Verknüpfungen damit aufbaue. Und dann haben wir das Sub dann an die Alster getragen und ich habe natürlich meine kleine Schwimmweste anbekommen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Safety first. Und das hat alles sehr gut soweit geklappt. Ein Glück wohnen wir nur so 3 Gehminuten von einer Einstiegsstelle entfernt. Deswegen war das ganz, ganz easy. Und mein Papa ist natürlich sehr stark, dass er das tragen konnte. Und dann haben wir das Sub ins Wasser gelegt und ich bin draufgekommen und habe auch direkt wieder das letzte kleine Stück von meinem Ochsenzimmer bekommen, damit ich das auch dann im Wasser nochmal positiv verknüpfe und habe dann wahrscheinlich so die erste Minute oder so noch gekaut. Hier seht ihr das, hier bin ich noch ein bisschen am Kauen und wir stechen dann schon in See. Das ist auf jeden Fall ein großes Sub, wo wir zu dritt dann drauf konnten. Wir waren, glaube ich, ein bisschen zu schwer, aber es hat alles gut geklappt. Und also um ehrlich zu sein, am Anfang hat es mir richtig, richtig gut gefallen. Ich war ein bisschen unsicher vielleicht noch und habe viel geschaut. Rechts, links, habe ein bisschen Wasser schon getrunken, aber ich habe gar nicht geweint und habe gar keine Probleme gemacht, gar nicht gebellt. Und bin einfach ein bisschen vor und zurück gelaufen und habe das Ganze erkundet. Und auch hier seht ihr, dass ich sehr, sehr vom Wasser angetan war. Und die meiste Zeit habe ich eigentlich ganz vorne dann auf dem Sub gestanden und war praktisch Kapitän über das Sub und habe mir von da aus mal die Alster angeschaut. Weil hier rechts ist praktisch auch unsere normale Walkie-Runde. Also da gehen wir halt normalerweise immer spazieren, meistens jeden Morgen. Deswegen war das mal ganz cool, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und insgesamt haben wir so eine Tour gemacht, die wahrscheinlich so eine Stunde 10 gedauert hat. Und am Anfang war mein Papa auch ein bisschen skeptisch, dass wir reinfallen, weil es war schon wackelig, einfach auch, weil wir relativ schwer waren für das Sub halt insgesamt zu dritt dann natürlich. Und je mehr Gewicht drauf, desto wackeliger natürlich die Angelegenheit. Aber er hat das sehr, sehr gut gemacht und uns sicher manövriert. Meine Mama hat einfach gesessen und das alles genossen. Und ich auch. Die letzte halbe Stunde wurde mir dann ein bisschen langweilig und ich habe zwischendurch mal ein ganz bisschen so ja, rumgenervt und wollte dann gerne mal runter. Wir haben auch natürlich eine Pipi-Pause gemacht, sind danach aber wieder aufs Sub und das war auch gar kein Problem. Und ja, es war insgesamt ein sehr, sehr schöner Ausflug und am Ende ist meine Mama noch ins Wasser gesprungen und ich bin auch mit reingefallen. Also gut, dass ich meine Schwimmweste anhatte und das machen wir auf jeden Fall nochmal wieder. Thank you.